So, das Auto bei Bioshock, weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich die drei Bilder der Spinnensplicer für Peach geschossen. Also so nicht Prinzessin Peach, sondern der Fucker mit der Schweißermaske. Bevor wir zurückgehen, lasst uns auf jeden Fall mal den Bereich hier anschauen. Es vielleicht noch ein paar Goodies, die wir mitnehmen sollten. Wodka zum Beispiel. Wie wär's mit Wodka? Ja, eine Flasche Wodka ist übel. Und noch eine Flasche Whisky hinterher. Aber Respekt, dass du jetzt erst zu torkeln anfängst. Muss man ganz ehrlich zugeben. Lass uns mal ganz kurz das Türfeld hier hacken. Kurve. Da kann ich auch nicht lang. Oh, Jesus, es gibt relativ wenig Kurven dieses Mal. Kann das sein? Dass ihr kurvenmäßig nicht so gut ausgestattet seid? Na, ausreichend. So, okay. Lass uns mal reinschauen. Ob es gelohnt hat, hier auch reinzugehen. Oder ob hier einfach nur Tod und Verderben wartet. Einladend ist es nicht gerade. Das sieht nicht so wirklich bequem aus. Na ja, gut. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spinnst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den fontänischen Riesen Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Jesus Christ. Mit Missgeburt meint sie dann wahrscheinlich den Kerl im Riesentaucheranzug, nämlich Mr. Daddy. Himself. Motherfucker. Warum ist er nicht gestorben? War das kein Headshot? Na gut. Ich stehe auf die verdammte Schrotflinte. Ich meine, Leute, die schon länger meine Videos verfolgen, wissen vielleicht, dass ich so einen kleinen Schrotflintenfetisch habe in jeglicher Art von Spielen. Ich könnte Hello Kitty spielen und nach einer Schrotflinte suchen. Ich weiß auch nicht. Und Bioshock ist definitiv einer der Games, wo es am Anfang irgendwie ein bisschen strange ist, aber auf jeden Fall awesome wird. Geniale Schrotflinte. Wir noch mal was zum Anhören. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Oh, Jesus. Das Ding ist nicht so freundlich. Es ist rot. Das ist nicht gut. Wisst ihr was? Wir können vielleicht. Wo ist er denn? Oh ja, das zum Beispiel. Verzeihung, da ist sie. Siehst du sie nicht? Töte sie verdammt nochmal. Vor die Wirkung. Okay. Oh shit. Bist du da, Kleine? Da ist der Daddy. So. Jesus Christ, ich hab grad keine Telekinese. Aktiviert würdest du? Dankeschön. Verzagen. Was zur Hölle? Ich hab dich doch. Hast du mir gerade ins Gesicht geschossen? Das nennt man einen Penis, meine Freundin. Okay, da unten ist Mr. Daddy. Perfekter Sicherheitsspot. Okay. Lass doch einfach mal gucken, ob wir mit dem irgendwas anstellen können. Ah, okay. Da lang geht's schon mal nicht. Schön. Brauchen wir ein gerades Rohr runter? Nein, das ist auch nicht wirklich gut. Und die Kurve. Ich hoffe, ich habe jetzt nur genug, um darüber zu bauen. Ah ja, okay. Bin ja schon da. Ging schneller als gedacht. Yes. Oh yeah. Funktioniert auch. Sehr gut. Das ist ein Daddy mit der Nietenpistole. Das ist nicht cool. Bei dem bräuchte ich meine Telekinese.
Oder eben Ionenschrot. Was habt ihr hier für Moves drauf? Gib mir all dein Geld. Wisst ihr was? Wir machen jetzt das, was jeder machen sollte vor einem Daddy-Kampf. Erstmal kurz speichern. Ja, die Chance ist hoch, dass man auf die Schnauze bekommt. Deswegen Safety first. Aber ich denke, wir sind gut ausgerüstet, um dem die Wimps zu retten. Wir haben extrem viele Splittergranaten, was awesome ist. Und Bolt hier. Es ist wohl besser, wenn ich in der... Wir gehen jetzt einfach mal von hier hin. Was zur Hölle? Habe ich gerade gegen die Wand geschossen? Ich habe ihn auf jeden Fall nicht getroffen gehabt davor. Holy crap! Lass mich mal ganz kurz nachladen. Sonst könnte es extrem uncool werden für mich. Oh fuck, frontal kämpfen möchte ich nicht unbedingt. Ganz schlechte Idee. Ah, oh, es war kein Treffer. Yes, das war aber ein Treffer. Sehr gut. What? Was war das denn gerade eben? Warst du das? Hast du mir den Arsch gebissen? Komm her, Kleine. Nicht weinen. Wie es der Zufall so will, weiß ich, dass seine Eltern genau das wollten. Danke, Mister. Jack. Danke. Awesome, Jack. Okay, gut. Weiteres Mädel gerettet. Rosie, es tut mir leid. 45. Zeit für die Heilung. Für die Ammo, oder für die Kohle, die man dann bekommt, darf man uns wirklich nicht machen. Also arg viel droppen die dann doch nicht. Dafür, dass der Kampf dann... doch ein bisschen... Goddammit. Warum es schwieriger ist als gegen normale Splicer oder Leadhead Splicer oder Spider Splicer, wie auch immer. Okay, jetzt können wir uns so langsam auf den Weg zurück machen. Aber mal schauen, wir müssen nämlich... Dachte ich, what? Das wäre das Paradies. Goddammit, Andrew. Ich glaubte, die was brauchen wir denn eigentlich? Wir haben 7 Verbandskästen, 6 Eve-Spritzen, Splittergranaten haben wir nicht wirklich viele. Dann nehme ich zur Sicherheit einfach mal welche mit. Der Zirkus der Werte. Weiß nicht, ich würde dem Zirkus irgendwie nicht vertrauen. Keine Ahnung. Ich habe ein dummes Gefühl, wenn ich hier einkaufe, aber oh fuck, was bleibt meines übrig? Was bleibt mir anders übrig, als hier um die Ecke rumzubauen? Nicht arg viel. Oh, das ist Bullshit jetzt. Das ist jetzt Bullshit. Oh, fuck. Ich habe keins offen, was ich brauchen kann. Das ist blöd. Okay. Lass es uns gleich nochmal probieren. Ich glaubte, die Marxisten... Das war ein Bullshit. Mein Outrecker, komm schon. Eine Lust, hier ewig zu warten. Ja. Wobei, hätte ich eigentlich nicht kaufen müssen. Die liegen auch zuhauf hier rum, also. Gerade Eve-Spritzen und... The fuck, man. Mach keinen Scheiß mit mir. Oh, danke. Funktioniert das bei dir nicht? Oh, shit. Funktioniert das bei dir nicht, mein Freund? Goddammit. Wo ich denn da muss ich hoch? Na, lass mich gleich hochbauen. Oh Mist. Ich sehe gerade, ich hab für einen kleinen Moment gedacht, es kommt aus dem anderen Loch raus. Nope, es kommt aus dem Loch raus. Na, okay. Auch kein Problem. Muss mal kurz improvisieren. Zack. Und nach oben wäre cool. Ja, danke schön. Und jetzt so gerade nach oben? Nein? Ha. Gut, dann... mache ich das eben so. Dammit.
Dafür, dass da nicht mal einer mehr daneben steht, den das Ding instant einfach mal töten kann, war es echt viel Aufwand. Aber okay. Das war hier. Oh Gott, das war hier. Verdammte Spinnenhölle, da gehe ich nicht nochmal rein. Aus der Reihe und halt den Gang frei. Ich weiß auch nicht, Atlas. Schau in den Spiegel, dann weiß es. The fuck? Als ob nicht alles schon schlimm genug wäre. Auf! Da oben! Dammit! Wirklich, in das Bewässerungssystem von Arcadia dringt mehr Wasser ein. Der denn der? Habe ich zu Mr. Ryan gesagt, entweder bauen sie sie wie eine Badewanne oder sie wird früher oder später ein Abwasser. So ein Shit. Er meinte nur, nein, McDonagh, wir werden gewiss keine Badewanne bauen. Wir bauen einen Gang jeden. Jesus Christ. Aggressiver Kerl. Wo ist die Bekloppte mit all den Granaten hin? Wer hat es für eine gute Idee gehalten, dir die Granaten zu geben? Goddammit. Rapture, Mann. Das ist echt kein cooler Ort. Ich weiß auch nicht, warum irgendjemand hier leben wollte. Der einzige Unterschied zwischen Rapture und der toten Prostituierten ist, dass Rapture immer noch lutscht. Ja, der braucht vielleicht ein paar Sekunden. Ich höre... Oh ja, oh ja! Da ist nochmal ein Splicer. Kann ich den snipen mit dem Revolver? Holy shit, das war awesome. Dass es so gut funktioniert, hätte ich nicht erwartet. Ja, all meine Sünden. Was geht ab, Daddy? Ach, shit. Das war uncool. Bin fast schon ein bisschen zu weit entfernt. Und ich kann mich mal taggen ganz kurz. Schau mal. Auch wenn es wieder ein roter Bot war, der eh bald down ist. Aber er lenkt gut ab. Das ist schon mal cool. Oh doch. Genau das ist passiert, Kleine. Was ist das? Das nennt man einen Revolver und ist meistens tödlich. Wenn man es geschickt anstellt. Nicht so richtig gerade. Kann ich da. Oh Jesus! Ja, kann ich. So, jetzt habe ich kurz Zeit für dich. Auch wenn ich von rechts schon wieder durchlöchert werde. Ist ja gut, ist ja gut. Gib mir einen Moment, einfach mal, um da rauszukommen. Was zur Hölle? Wer oder was hat auf mich? Oh, das Geschütz ganz da hinten am Arsch der Welt. Oh, what? Okay. Haben wir die Sisters? Dich werde ich nicht wirklich angreifen, weil warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mir selber Stress machen? Wenn du nicht mal eine Sister dabei hast. Oh Gott. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ist doch irgendwas hier in der Ecke. Ich glaube, hier haben wir uns noch nicht umgeschaut. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Was ich hier schon mal... Oh, Bandage. Oh, gut. Mich hier... Nein. Dann eben nicht. Nehmen wir eben die verdammte Rampe. Okay, das ist gut. Wir haben jetzt einiges an Adam dabei. Was haben wir denn? 240. Holy shit. Wir sind der König des Adam. Hallo, Fisch. Lang lebe der König. Merkst du, ja?
da gehe ich nicht raus. Hier muss ich rein. Muss ich? Wo sind wir eigentlich gerade? Ja, genau. Doch. Genau da wollte ich hin. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nehmen. Das klingt auch ein bisschen falsch. Gefällt mir nicht. Schaut mal, unser Geschenk, das Tannenbaum versprochen hat. 200 Adam, Hypnotize Big Daddy und panzerbrechende Pistolenkugel. Neues Plasmid, Hypnotize Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Unser neuestes Hypnotize Plasmid wird einen Big Daddy täuschen, sodass er sie schützt, als wären sie seine Little Sister. Ja, ich pack's einfach mal ganz kurz da drauf. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um sie zu schützen. So lobe ich mir das. Da fuck, wärst du gerade hochgesprungen. Neues Tonikum, Ranch Lurker. Wenn Sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als Sie, müssen Sie jeden Vorteil nutzen, den Sie bekommen können. Mit Ranch Lurker sind Sie im Vorteil, wenn Sie Ihre Gegner unvorbereitet treffen. Ja, ich lager's mal erstmal. Oh Gott, beides bleiße. Weil ich Angst vor dir habe. Ist das nicht irgendwie ein bisschen berechtigt? Ein bisschen forschen. Actionfoto. Sehr gut. Zur Hölle bist du hin. Nein, wir können nicht zusammen sein. Holy shit. Ist ja voll von gutem Zeug. Du bist ein creepy alter Mann. Und definitiv nicht Prinzessin Toadstool. 440. Holy shit, der König des Adams. Ranch Jockey. Erhöht den Rotzangenschaden. Benutze ich eh so selten. Zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Das ist eine Sache, die ich eigentlich haben möchte. Die ich mir auch locker holen kann. Neues Tonikum, Eve-Link. Holen Sie mit Eve-Link mehr aus Ihren Verbandskästen raus. Dieses revolutionäre neue Gentonikum lässt Ihren Körper Eve produzieren, wenn Sie Verbandskästen verwenden. Nicht schlecht. Was ist denn Deep? Oh Gott, was ist denn Deep? Ich pack's erstmal ganz kurz da rein. Ich muss an der Gendatenbank nochmal ganz kurz schauen, was ich gerade ersetzt habe überhaupt. Schaltet einen Plasmid-Slot frei. Plasmide verleihen ungeheure Kräfte und je mehr Slots vorhanden sind, desto mehr Plasmide können verwenden. Oh ja, oh ja. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuerbrei. Okay. Gut, von mir aus. Mal ganz kurz. Ich muss erstmal an die Gendatenbank nochmal ran. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Plasmide sind. Ach, abfackeln. Okay, alles klar. So. Packen wir nochmal einen Plasmid-Slot frei. Ganz genau dafür, sehr gut. Telekinese. Eine Sache, die man immer öfter braucht, einfach. Vor allem, weil viele Gegner mit Wildwuchs mit Granaten dagegen rumwerfen, dann muss man darauf vorbereitet sein. Maximales Eve. Zack, ein Köder, der Angriffe von dir weglockt. Lass uns mal hier die Upgrades noch reinhauen. Jetzt haben wir noch 60. Okay. Ich lasse es jetzt erstmal. Ordne hier mal ganz kurz. Lass mal schauen. Das bleibt auf jeden Fall auf der 1. Dann Hypnotize Big Daddy. Nee. Eine Frage, wo packen wir denn das alles? Wobei, ich lasse es erstmal so, was soll's. Wichtig sind mir vor allem die jetzt erstmal. Was war denn Dieb? Achso, okay, einfach besseres Zeug finden. Na gut, von mir aus. Eine Sache, auf die ich eigentlich soweit erstmal verzichten kann. Und wunderbar, jetzt haben wir erstmal 4 Slots für Plasmide, das ist wunderbar. Damit können wir auf jeden Fall gut so ran. Jetzt haben wir auch endlich mal Telekinese dabei, wenn wir es brauchen. Das ist eine schöne Sache. Können wir uns viel Munition sparen. Was dann auch wieder das andere Tonikum Deep im Prinzip, ja,
nicht mehr so wichtig macht, denn wir brauchen nicht mehr so arg viel Munition, also müssen wir auch nicht mehr so arg viel Munition finden. Wow, ich bin ein fucking Sherlock. Leute, wir machen hier einen kleinen Cut rein und beim nächsten Mal geht's zu Peach. Zeigen ihm die Bilder und schauen wir doch einfach mal, ob er sein Wort hält und uns reinlässt. Bis dahin, haut rein.